Hallo und herzlich willkommen zurück zu Penumbra Requiem. Ja, wir gucken mal, wie es hier weitergeht. So, die Tür wird elektrisch gesteuert. Okay. Hier geht aber eine Leiter nach oben. Da gucken wir doch mal, was wir mit dieser Leiter machen können. Hier oben ist ein Hubschrauber-Landeplatz. Okay. Ein Hubschrauber-Landeplatz. Was haben wir hier drin? Ein Key. Keys persisting in the environment. One. Okay. Ein Key haben wir also noch. Gut. Die Frage ist halt, wo ist der letzte? Ich schätze mal in dieser Halle da hinten drin. Was haben wir hier? Wahrscheinlich ist die Sicherung für den Generator. Der Hebel klemmt fest. Okay, es sieht so aus, als müssten wir hier irgendwas machen. Die Klemme ist irgendwo verkeilt, okay. Hier können wir also erstmal nichts machen. Gut. Was haben wir hier unten? Hatch. Door. Hatch ist eine Falltür, oder? Ah. Gut. Ja. Gut, hier kommen wir nicht durch, ne? Abgeschlossen, ja. Okay. Was haben wir hier? Okay. Da ist die Hatch. Da müssen wir irgendwie rein, wahrscheinlich. Weiß noch nicht wie. Kein Strom, okay. Immer hier alles schön durchsuchen. Da hat eine Batterie angeschlossen. Ah, okay, da können wir dann Strom wiederherstellen wahrscheinlich. Lohnt es sich überhaupt hier bei diesem Spiel in Schränke zu gucken? Also bis jetzt hat es das noch nicht getan. Und ist ja kein Strom. Okay. Also muss ich die Tür blockieren, damit die Hatch offen bleibt, aber die Tür auch. Wir haben doch hier so ein tolles Fass extra. Haben uns die lieben Entwickler extra hier so ein Fass hingestellt. So, ich hoffe mal, das funktioniert. Wenn nicht, dann jo, halt nicht, aber war ein Versuch wert. So, Hatch. Ja, das hat klappt. Aber nicht weit genug. Okay. Dann müssen wir eben Folgendes tun. Dann müssen wir eben ein zweites Fass da reinstellen. So. Na komm.
Das wird nicht funktionieren. Aber wenn ich das Fass so rum da reinlege, dann passt das. So passt das. Gut, testen wir es nochmal aus. So. Gucken wir mal. Ja. Sehr schön. So, oh, da geht's tief runter. Gucken wir mal, was da hingeht. Naja, so tief war es jetzt auch wiederum nicht. Ach, guck mal. Zum Portal. Aber uns fehlt noch ein... Ja. Ein Key. Und für diesen Key... diesen Key zu bekommen, habe ich das Gefühl, müssen wir hier irgendwie den Strom aktivieren. Aber wie... ist ein anderes... ist eine andere Geschichte... Wir können ja gerade nochmal hier hinten gucken, ob hier irgendwo eine Batterie liegt. Nee. Oder? Nee, das ist eine Kiste. Nö. Hier liegt nix. Okay. Der Hebel klemmt fest. Verdammt gute Frage. Haben wir aber hier hinten noch irgendwo ein Zahnrad in dem Storage rumliegen? Selbst das würde uns ja schon weiterhelfen. Ein bisschen zumindest. Was haben wir hier? Nichts. Gut. Die Kiste sah schon wieder so verdächtig aus. Naja. Bleibt uns eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Und zwar versuchen, irgendwie hier rüber zu kommen. Moment, da ist eine Kiste, da sind Kisten. Und da oben haben wir auch noch was. Ich probiere mal gerade einfach was. Okay, das funktioniert nicht. Aber das funktioniert, oder? Ich kann jetzt da drauf, aber hier kann ich dann nicht drauf. Okay. Haben wir hier irgendwas, um uns hochzubauen? Nö. Oh. Aha. Jetzt könnte man die Hedge auch rein theoretisch wieder schließen, aber was für einen Sinn würde das machen? Ich gucke gerade nochmal hier unten, ob ich irgendwas vergessen habe. Hier ist aber sonst weiter nichts. Als der Exit. Tja, ja. Da hilft auch nichts. Oh, Moment. Hier in den Regalen, hier haben wir ja ganz viele Kisten. Können wir ja mal gerade gucken, ob wir da uns was draus basteln können.
Na komm. So. Stahldraht steht unter Strom. Okay. Das wird niemals funktionieren, Leute. Moment, kann man einfach da was gegenwerfen? Nee.